Ich sage herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Meine Leute, meine lieben Freunde, ich muss euch etwas beichten. Und zwar sind mir die letzten 20 Minuten Spielzeit verloren gegangen. Das lag leider daran, dass ich die Aufnahme unterbrechen musste, weil ich einen wichtigen Anruf bekommen hatte. Und meine Freundin hat meinen Rechner ausgeschaltet, weil sie dachte, okay, die Uploads sind fertig, ich kann den Rechner runterfahren. Hat aber versäumt, bei OBS zu gucken, ob da noch was läuft. Also daher, doof gelaufen. Ungefähr 20 bis 30 Minuten Spielzeit fehlen jetzt. Es ist auch nicht so viel Spannendes passiert. Wir haben immer noch Triff dich mit deinen Verbündeten. Da geht es immer noch um unseren lieben Kumpel Oswald. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ganz gesittet einfach weiter, weil die 20 Minuten kriege ich leider auch nicht mehr wieder. Daher, ich sage, machen wir jetzt einfach weiter. Und wir gehen einfach mal erstmal hier hin. Hier ist auch direkt was um die Ecke. Mensch, das ist ja schön. Und hier unten haben wir doch irgendwo noch einen dieser komischen Bruderschaft. Wo sind das? Okay. Und ich muss mal kurz was gucken. Und zwar gibt es neue Herausforderungen. Na, jau. Bringe mit einem leichten Bogen den Tod. Nokis Herausforderung, Sucks den Tod. Meisterassassine. Okay, und Jungswikinger anheuern. Okay. Ja, da gucken wir mal, dass wir das alles im Laufe des Spiels irgendwie gebacken kriegen. Würde ich sagen. So. Dann machen wir erstmal hier weiter. Wir müssen in die Richtung und irgendwo hier sollte doch auch eine Hilfe von Reda sein, wenn ich mich nicht irre, oder? Oder täusche ich mich gerade? Ja, nein, vielleicht. Also, sag ich doch. Taucht er sehr spät auf. Aber nehmen wir den hier. Seit deinem letzten Besuch sind wieder neue Aufträge eingetroffen. Das ist schön. Die tödliche Bestie und... Unsere Krieger fällst du gut, aber kannst du auch wilde Tiere? Ich merke. Immer. Ich kann alles besiegen. Ich kann alles bezwingen und alles besiegen. Gar kein Problem. Da laufen wir kurz rüber. Da hole ich jetzt nicht extra unser Pferd. Wir haben null Pfeile. Uiuiui. Ui, ui. Das heißt, wir müssen direkt in die Offensive gehen. Wo das hier auch direkt nach Wölfen klingt, können wir auch im Nahkampf besiegen. Ansonsten hier sind zwei. Aber darum geht's nicht, da geht's um einen Kampf. Die Netze sind gut gefüllt. Du hast Vorräte für 100 Monde. Du wirst ein langes und herzliches Leben führen. Aber Vater, bitte bleib. Du bist nicht zu krank. Oh doch, die Weberinnen haben mir viele Zeichen geschickt. Ich warte nur auf einen anständigen Tod, bis die Axt der Familie an dich übergeht. Oh, der Fischhändler. Okay. Mein Freund, klingt's nicht gut. Die Luft ist voll vom Geruch nach Fischinnereien. Was für ein großzügiger Fang. Für diese überlaufenden Netze könnt ihr euch glücklich schätzen. Guter Krieger, du machst auf mich den Eindruck eines echten Drängers. So einer bin ich auch. In den Lumpen eines Fischers? Willst du dich so verstecken oder die um dich herum beschützen? Mein Leben hatte viele Abschnitte. Ragnar Lodbrok hat früher auch das Feld bestellt, weißt du? Er hat meine Wahl oft beneidet. Warst du Teil von Ragnars großem Heer? Das war ich. Und hier in Englerland sah ich so fruchtbare Erde. Man musste nur ausspucken und es wuchs etwas. Und Wasser voller Fische.
Ich habe eine Sechsin namens Attlesweet kennengelernt und wir hatten ein gutes Leben, dank der besten Muscheln in ganz East Anglia. Aber jetzt muss ich meinem Sohn zeigen, wie Drenger sterben. Mit Ehre. Ich achte deinen Wunsch nach einem ehrenvollen Tod. Mein Sohn soll zusehen. Er soll ein letztes Wort sagen können, wenn ich sterbe. Er soll mich nicht auf dem Stroh dahinsiechen sehen. Okay. Ich trete gegen dich an. Zeigen wir deinem Jungen, wie echte Drenger leben und sterben. Hörst du das, Junge? Heute siehst du die Farbe des Blutes, aus dem du gemacht bist. Die Farbe des Mutes und vor allem der Ehre. Die Waffen sind mir gleich. Okay. Sieh hin, Junge. Wir sind wahre Drenger. Uiuiui. Oh ja, die Hitze des Kampfes, sie erwärmt meine Glieder. Sieh hin, mein Sohn, ein wahrer Drenger kann auch mit Stock und Stein kämpfen. Ich glaube, das sieht jetzt nicht gut aus für dich. Mein Kind, mein lieber Sohn, jetzt verstehst du es. Ja, ich verstehe es, Vater. Das ist der Ruhm, von dem du sprachst. Geh nun nach Valhall. Gesell dich zu Ragnar im ewigen Kriegsgrund. Dein Vater ist ein guter Krieger. Drenger bis zum Schluss. Eines Tages werde ich ihn ehren und selbst Drenger werden. Den Tod bestätigen muss ich auch noch. Und ein Level up, schön. Was haben wir denn im Inventar? Zwei neue Runen haben wir. Rune der starken Abwehr und Rune der Verborgenen. Okay, was? Ja, wir machen mal hier weiter. Mehr Gesundheit. Dem Tod von der Schippe springen. Okay. Crit und Nahkampfwiderstand, das machen wir mal. Was haben wir denn noch hier im Inventar? Da oben noch was? Nee, ach nee, hier ist noch eine Maske. Und im Kodex haben wir was. Personen. Wir haben schon viele kennengelernt. Ragnar Lodbrok's verlorene Drengir. Ein Drenger ist ein ruhmreicher, ehrenhafter Krieger, der auf der Suche nach Ruhm und Ehre bis ans Ende der Welt gehen würde. Der Begriff kann laut meiner Recherche wortwörtlich als Draufgänger übersetzt werden. Solche Elite-Krieger wären sicherlich nie von Ragnars Seite gewichen. Nun sind sie etwas verloren, sehen sich aber immer noch nach Valhall. Ja, das glaube ich gern.
So, nach einer kurzen Unterbrechung, Holthof, werden wir jetzt ein bisschen weitermachen. So, ich weiß gar nicht, da das schon ein paar Tage her ist jetzt. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo wir stehen geblieben waren. Wir sind da stehen geblieben. Auch von... oh Gott. Wollten wir die Hauptquest weiter verfolgen? Ich weiß das gerade gar nicht mehr, Leute. Eigentlich... ich würde jetzt ansonsten einfach mal dahin reiten. Denn... machen wir doch wohl noch ein bisschen was zu tun. Ja, liebe Wölfe. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Okay. Ich bin Wolfsmoor, ey. Das ist ja krass. Und da schon wieder die nächste Wölfe gleich, oder was? Nee. Na gut. Ich bin gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Nur lange Troll verfluchtes Verderben. Trollzauber. Wie niedergeschlagen, ey, wo auch immer direkt ist, ne? Bei sowas. Sehe es aber schon. Echt jetzt? Macht das doch kaputt? Oh, wieso habe ich denn keine Pfeile mehr? Das Land kann wieder aufatmen. Das war ja irgendwie spannend. Hatte eigentlich gar keine Pfeile mehr. Aber so ein Explosionspfeil hat er sich trotzdem noch aus dem... Nein, ihr wisst schon woher gezaubert. Oh nein. Schlecht. Oh nein. Gift. Das war intelligent. Oha. Und auf einmal ist weg. Alles klar. Wo ist eigentlich unser Pferd? Ocker Plötze sagen, aber der heißt, das Pferd hier heißt ja anders. Da reiten wir nochmal hin. 300 Meter. Ach, da ist es doch. Hallo, Pferd. Zu dir wollte ich gerade. Habe ich es einfach im Busch stehen lassen, ja? Ist ja auch nett von mir. Immer dasselbe. So. Hier scheint alles unterirdisch abzulaufen. Jo, alles unterirdisch. Zeig mir, was vor uns liegt. Dann müssen wir mal einen Weg nach unten finden. Da ist was nach unten.
da. Aber die Frage ist, welcher Weg führt jetzt genau dahin? Mal gucken. Da oben ist noch ein bisschen Eisen, das holen wir uns auch mal eben. Und dann haben wir... Jetzt ist natürlich von oben ganz, von unten ein anderer Blick, aber da ist er. Den Abgang habe ich gesucht. War ich hier schon? Stimmt, ne? Aber offensichtlich auch nicht. Denke, dann hätte ich hier alles weggeplündert. Ach doch, hier war ich schon. Ah, hier ist hier eine Rüstung. Ja? Ja, da fehlt uns noch. Noch zwei weitere Klingen. Ja, stimmt. Ah, hier war das, okay. Okay, okay, okay. Und da scheint aber 76 Meter davor das noch zu sein. Okay. Hä? Achso, hier ist gar nichts. Stimmt, 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 stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Pfeile. Waren da noch mehr? Ja. Hier Pfeile. 5 Pfeile. Mathe, eine Kunst für sich. Genau. So. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder. So. Aber da haben wir doch die Hauptquest. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal unseren lieben gerade in den Lunden. Sag mal. Da will ich hin. Einmal hier hinreisen. Ah, nee, nee, nee. Nee, nee. Um die Mission bei Reda einmal abzuholen, dass wir die einmal machen können. Und einmal gucken, was wir denn da noch so Schönes haben bei ihm. Wir können doch bestimmt irgendwas holen noch bei ihm. Bei unserem Kumpelhut-Räder. Sei gegrüßt! Hallo. Hast du einen Vertrag für mich? Stimmt. Diese auch. Simon, ich würde es ja sagen. Ja, alles gut, wir kennen, das ja. Wir kennen ja die Sprüche schon. Alles, was er sagt, kennen wir schon. So, was haben wir denn Schönes? Ein Reittier, was haben wir hier? Hose der Neuzeit. Okay, okay, okay. Turnier. Reittiere, blutige Träne. Siedlung. Oh, genau. Keine Sorge. Alle Tiere hier sind gut erzogen und so gut wie stubenrein. Holos Jagdhelm. Ach, das ist ein Helm. Ich hab's gar nicht erkannt. 7 Stunden mystische Hose. Hm. Für 7 Tage. Alles, was wir verkaufen, ist kampferprobt und hat das Reda-Gütesiegel. Mit Sicherheit. Den Rest nehmen wir mal nicht mit. Nun muss ich... Dann auf Evo. Tschüss. Wärst du Gänger? Hey du, Evo. Hey du, Evo. So, irgendwas habe ich hier markiert anscheinend. Naja, die Markierung kann weg. Menschenfressendes Tier. Okay. Wir unbedingt noch mehr von Thor haben. Die ganzen Sachen.
Kilometer. Krass ist das diesmal weit entfernt. Jetzt haben wir wenigstens schon mal Hugin als Flugtier. Das ist ziemlich cool, finde ich. Da haben wir sie. Noch mehr gibt? Nee. Offensichtlich nicht. Die Gegend sollte für eine Weile sicher sein. Fünf Opale. Sehr gut. Wir gucken nach dem anderen Vertrag. Hier unten. Achso, das ist die Rivalität. Da haben wir den nächsten. Das diebische Paar. Jedas seltenste Waffe wurde vor kurzem gestohlen. Wenn du weiterhin herausragende Produkte bei deinem Lieblingshändler kaufen möchtest, solltest du diese Diebe finden und zur Rechenschaft ziehen. Ja, machen wir. Bardun Ausblick. Da soll ich die richtige Taste drücken. Wo ich drauf war. Zwei Rätsel haben wir hier auch nur noch. Okay. Au. No, halb auf. Ah, da oben. Nur ein Pfeil. Hey! Oh nein! Also muss ich es wieder richten, ja? Ja, mach doch. Holla, echt jetzt? Die Feige, die abhauen wollte. Die wollte einfach... Hallo? Und ach, den Tod von der muss ich gar nicht... Muss ich gar nicht bestätigen. Okay.
Zeit in Midgard ist nun um. Richtig. Auch gut so. Das ist auch gut so. Ah, wir haben die neue. Okay, 34. Okay. Können wir hier was verbessern? Die Rüstung, die wir anhaben. Gute Sache. Sehr, sehr gute Sache. Ja, das war schon wieder. Okay. Landkarte. Hier war noch ein Schatz. Wieder 5 Opale. Das ist immer schön. Opale nehme ich doch gern. Hörst? Da. Ja! Gerade Angst hier runter zu fallen. Ah nö, das geht. Das geht ja. Und dass wir da irgendwie hochkommen. Und Ferdinand macht das. Doch. Okay, wir müssen also nur da hoch. Jetzt echt gedacht, da wäre noch was anderes. Gerade für ein Reitergeräusch. Mal sehen. Den Sinn hiervon verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, das muss ich auch gar nicht. Da ist jemand gestorben. Wir haben aber noch eine Mission von Reda und die ist hier oben, würde ich sagen. Der gierige Kaufmann. Oh cool, dann können wir da oben gleich weiter plündern. Gehen wir hin. Gar nicht. Die wollen mich echt angreifen, ne? Eindringling! Na los, kommt hierher! Alter.
Ein Assi. So. Ja. Erstmal 600 Meter in die Richtung. Runterkommen. Oh echt jetzt, wieso komme ich denn hier nirgendwo runter? Ah. Ah, siehst du. Und das Pferd passt doch locker durch, ey. Boah, Spiel, ey. Ach ja. Dieses Spiel, Matscha. Der reichste Kaufmann. Ja, jetzt ist er in die Richtung weitergegangen. Na, wo ist er? Da hinten. Du willst sterben? Ja, ein bisschen. Oh, weg da! Das war Nummer 1. Der andere steht da hinten nur total anteilsnahmslos rum. Der Bauer. Wo ist der Feigling? Hä? Ja, wo ist der hingelaufen?
feiger Hund, Alter. Wollt ihr schon wieder abhauen, ne? Hallo? Oh. Bereue im Jenseits die Fehler, die dich hierher führen. Nummer 20, schön. Was ist passiert? Was ist er denn? Wurdest du gebissen? Ach ja, von einer Schlange. Genau wie du. Angriff! Oh, toll. Rauchende Sippe, ihr verwüstet dieses heilige Land. Aber jetzt nicht mehr. Geht zurück in den Norden, wo ihr hingehört. Ja, man hört! Wir werden Inklerland für immer von euch befreien. Das war Nummer 1. Ich brech dir das Rücken an. Folgt mir nach. Ach, Knecht. Ja, Knecht anstatt Waffen. Richtig. Heilige Runde vor allem. Vor allem feige. Was ist denn mit denen? Ich wurde von einer Schlange gebissen und ich bin eine. Naja, ihr wisst schon, was erwartet. Ein hinterhältiger kleiner Drecksköter. Zeige war nicht da. Dreckige Spinne! Komm zurück! In den Staub wird er nie unreinbar! Trottel! Alter! Was für ein Finisher. Ich hoffe, was ich sehe gerade in der Aufnahme, ist das derbe am Ruckeln. Ich hoffe, dass es beim Rendern besser ist. Oder dass es nach dem Rendern besser wird. Ich hoffe es so sehr. Das Spiel selbst läuft glatt. Ich habe keine Meldung, dass hier irgendwas überlastet ist oder sowas. Das Einzige, was einfach ist, ist ruckelt. Zumindest in der Aufnahme. Im Bild und die FPS gehen runter, aber... Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich hoffe, nach dem Rendern ist es besser. Schatz. Warum stehen die Bauern da so komisch rum? Creepy Guys, würde ich sagen. Ach. Das sollte ich aber so machen.
Ja, sollen sie machen. Wollen sie machen. So, wir haben da aber auch noch was. Okay. Nennt mich Feigling, schießt aus der Ferne weiterhin auf mich. Alles klar. Alles klar, Digga. Alles klar. Nennt mich Feigling, schießt aber weiterhin aus der Ferne. Macht ganz, ganz viel Sinn. Ganz, ganz viel Sinn macht das. Ferdinand. Sehr gut. Ja, ich weiß erstmal die falsche Richtung. Das mache ich immer so. Das mache ich zur Orientierung. Was? Müsste übrigens auch nochmal an einen Stall irgendwie ran, weil ich ganz gerne mein Flugtier ändern würde. Machen wir das denn diesmal? Ich muss mich in Acht nehmen. Was war das? Gott, es brennt. Und es hat schon wieder aufgehört. Reifen. Oh Junge, renn doch. Lauf doch. Oh, was macht der denn? Alter. Hey, was? Oh, wagst es? Was denn? Kann ich die sabotieren? Nee. Wer sagt das? Alter! Schmiss dich
muss mal ganz kurz. Wer ist der Ruhekopf? Das ist gerade nicht so ganz verstanden. Den neu? Ich kann was? Was war das denn? Wie geil war das denn gerade? Also. So. Dann wollen wir mal hier oben aufräumen. Ja, wie geil ist der denn? Da hoch. Kollege, ich will dir auch nicht entkommen. Ich will da hoch. Folgt mir nach. Das war's. Alter, wie komme ich denn da hoch? Ich will doch nur da hoch. Ich will euch da oben ausmerzen. Rauf. Ach, keine Ahnung. Ich greife doch gerade keiner mehr an. Also daher ist das auch egal. Fangen wir mal an zu plündern. Muss irgendwie da rein. Okay. Wer hat einen Schlüssel? Da ist ein Schlüssel. Das ist der Standartenträger. Dich, mein Freund, nicht nur dich. Ich würde ganz gerne euch beide einfach umlegen. Was ist denn hier? Ach, unten. Ich melde dich nieder!
Ich würde sagen, das ging schnell. Das ging ja schnell diesmal. Oh, noch mal ganz kurz. So, da war gerade einfach mal der Akku leer. Also vom Headset. So, wir haben hier irgendwo einen gefallenen Bruder, wie ich gerade gesehen habe. Zu langsam, du Leiche! Ich läute die Klus! Tust du nicht. Aufgeschlitzt und ausgeweidet. Die Waffe war sehr scharf. Sieht nach einer sächsischen Klinge aus. Meine lieben Herrschaften. Fast auf. Da drüben ist noch einer und dann ist da drin noch einer. Weiß, du bist ein Idiot. So, dann haben wir da oben einen. Und da drin ist der. Darüber. Hey, sag mal. Hey, wo? Noch nicht so ein Hackmack hier. Sollte der letzte sein. Mögest du in Valhall speisen. Dann wollen wir da drin noch ein bisschen Rambazamba machen, ne? Thank you.
Au, 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 au. Aber so soll es sein. Soll ja auch nicht angenehm sein, ne? Au. Verdammtes Feuer! Schriftrolle mit einem Schwanensiegel. An meinen jungen Schwan. Wir sind gesegnet, hier in der Heide von Lincolnshire, in den üppigen Landen von Hedfeld, wo wir mit den Königen der kleineren Königreiche, die noch ihren eigenen Thron innehaben, Handel treiben. Wie Alfried schon wusste, gibt es hier reichlich zu jagen. Wölfe, Füchse und ab und zu sogar Bären. Denke daran, das sind Geldbäuche aus den Wepengetek und den alten Höhlen, wo unsere Schafe grasen auf sendfarbenen Weiden und der Mond macht uns glücklich. Und wenn du jagst, denk daran, dass du ein Abkömmling eines Langstammbaumes an anglischen Königen Lindesegens bist. Feen und Geldbäuche von Woden bis Gott. Dein Vater Beort, König des Volkes von Nentsäge. Was ist das denn? Was? Klingt ausgedacht. So. Eine Schatzkarte. So, Gott, wir haben ja echt ein bisschen, ne? Warte mal, Fähigkeiten. Was kam dazu? Was da? Blick des Nornier. Verstehe nicht. Nutze die Macht der Nornier, um mit schicksalhafter Geschwindigkeit auf deine Gegner zu schießen. Okay. Der Pfeil wird dann wohl Blitzer? Nein, schneller geschossen, würde ich sagen. So, Fertigkeit. Machen wir hier oben mal noch ein bisschen weiter. Oh, den haben wir, ne? Den haben wir noch nicht. Den Tod von der Schippe springen. Inventar. Harun haben wir. Eigentlich eine Schatzkarte, oder? Ein paar neue Stiefel. Und? Den haben wir hier. Die Hippe. Gefundene Hinweise. 1 von 2. Untersuche das, Alter, dieses Elfarzun-Gehöft nordwestlich der Stadt Lincoln. Lincolnshire. Okay. Nachricht vom Hirtenstab bezüglich der Hippe. Sag ihm, er sollte das lesen, wenn wir jagen gehen, würde ich sagen. So. Zack. Da haben wir aber auch noch was. Nach oben. So. Hochklettern, Kollege. Er springt aber auch wie so ein Hest. Wie so ein aufgeschrecktes Hochkaninchen. So. Da müssen wir rein. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, es sieht aus, als würde man hier gleich gegen einen Drachen kämpfen oder so. Eher unwahrscheinlich in diesem Spiel, aber ey,
man wurde in Assassin's Creed schon so von so einigen Sachen überrascht, ne? Nein. Das war klar. Das war noch klarer. Okay, es geht noch höher. Irgendwo hier muss auch so ein rotes Ding sein, oder? Ja, diese Feuerkelche. Spannend. Ich dachte, ich hätte hier was gesehen eben. Aber da war ja nix. Das ist noch ein alter Schwede. Ich hoffe, ich treffe. Jo. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht das Fenster kaputt machen. Hier kann man nichts machen. Nö, 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 nö. So, waren wir da in 600 Metern, wäre noch was. Aber hier sind wir so weit durch. Ja, schön. So, werden erstmal da wieder hinreisen. Und dann verabschiede ich mich erstmal aus dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.